So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei Banjo-Tooie. Ja, und ich habe mich jetzt die ganze Zeit mit Sub-Revolf hier über Rucksäcke unterhalten und so weiter und so fort. Das war sehr interessant gewesen. Wisst ihr eigentlich, dass Rucksäcke eigentlich sehr, sehr gemütlich sein können? Mhm, das hat Sub-Revolf auch mal ausprobiert und so weiter. Und ja, jetzt bringen wir den Geisteskranken jetzt erstmal zurück in sein Zelt. Komm mal mit. So, stopf, stopf, quetsch. Und schon geht's los. Ja, heute haben wir noch einiges zu tun. Wir wollen heute nochmal die letzten Puzzleteile holen. Es fehlen nur noch zwei an der Zahl. Nee, eigentlich nur vier, aber die sind jetzt ein bisschen schwieriger zu holen. Und ja, dann wollen wir dann heute noch das Steinballturnier machen. Das ist heute auch noch auf dem Plan. Und noch was anderes, nämlich die Pterodactylus-Welt so gut wie es geht halt fertig zu machen. Ja, halt noch so einen kleinen Teil noch beenden und so weiter. Und dann gehe ich dann auch langsam dann bald in die nächste Welt. So, hier ist das Zelt von Sub-Revolf. Komm mal raus, mein Dicky. Na komm. Alter Mann. So. Mein Zelt. Meine Ausrüstung. Es ist alles noch so, wie ich es vor all den Jahren verlassen habe. Ist wahrscheinlich sowieso wertlos. Boah, das von Banjo. Mein Schatz ist auch noch da. Du darfst ihn haben, werter Herr. Es ist ein goldenes Puzzlestück ohne Wert für mich. Ich gehe jetzt mal in die Rente. So, ja, du gehst in die Rente. Besser gesagt, ins Altersheim gehst du. Da wirst du sterben. Und er quält sich zu seinem Schlafsack und er pennt ein. Vielleicht reite ich auf einem Delfin, ja. Du hast wohl zu viel gekifft, damit du das was sagen kannst, oder? Na egal, Freunde, wir haben das hier erledigt, wir haben Sub-Revolf geholfen und jetzt würde ich vorschlagen, wir machen noch ein bisschen was anderes. Was ist eigentlich das für ein komisches Schild hier? Was schwer steht denn hier? Achtung, wollen verboten, es sei denn, du möchtest gekocht werden. Ja, wie immer. Ja, das hier ist eine Abkürzung zur Welt Nummer 4, nämlich zur Johnny Watchers Lagune. Da müssen wir jetzt erstmal nicht mehr hin. Wo habe ich jetzt Kazooie abgeparkt? Da hinten, ja stimmt. Da beim Schalter von dem Bahnhof habe ich ihn ja abgelegt. Habe ich sie ja abgelegt. Und da machen wir jetzt weiter. Und zack, jetzt möchte ich nämlich mit Kazooie in die Eiszapfengrotte, weil mir ist nämlich wieder eingefallen, wo nämlich der, wie ich zu dem Move komme. Ey, ich habe mich so geärgert. Ich war ja einmal ganz kurz in der Eiszapfengrotte drinne. Habe ich dann gewundert, hä, was muss ich denn hier nochmal machen und so weiter. Es ist eigentlich ganz einfach, weil ihr wisst ja, Eiszapfen hängen doch von der Decke. Und die hängen alle da oben. So, warum kam ich damals nicht auf die Idee, einfach mal die Dinger mal kaputt zu machen? Schuss! Und schon fällt der erste Eiszapfen. Und auf magische Art und Weise bleibt er natürlich mitten in der Luft hängen. So. Dann wollen wir uns jetzt mal eine Brücke machen. Das war voll daneben. Zack, Schuss! Der nächste Eiszapfen, der fällt auch noch runter. Und der auch noch. Und schon sind alle unten und wir können mit Kazooie rüberfliegen. Und da oben ist der nächste Lila, glaube ich, gewesen. Schnauze, du blöder Eiszapfen. Mann, halt doch die Klappe. So, den hole ich mir jetzt auch noch schnell, indem ich einfach mal hier ein Ei nach oben schieße. Hätte ich auch schon längst machen können. Aber nein, warum komme ich auf sowas nicht? Juhu! Tschüss! So, den haben wir auch. Und jetzt fehlt mir immer noch eine... Cheeto-Seite. Die finden wir auch ganz einfach, weil hier ist irgendwo ein kleines Löchling versteckt. Wo war denn das Loch versteckt? Halt hier? Muss ich nochmal gucken, wo das Loch war. Hier gibt es irgendwo ein Loch, wo wir nämlich unseren kleinen Freund durchjagen können. Du bist fake. Mann, halt doch mal die Schnauze. Halt doch mal die Schnauze. Danke. Wo war dieses kleine Loch hier? Gab es in der Eiszapfengrotte ein kleines Loch, wie gesagt, wo der Kleine hier durchkommt? Ich kann mir nämlich ja auch die Cheeto-Seite holen. Muss ich gucken, wo das war. War das nicht sogar hier irgendwo? Das sieht man ganz schlecht, das kleine Loch. Wo war denn das? Das war hier. War das hier? War das hier? Ich hoffe, das war hier.
Nee, ist schwer zu sehen. Wo war... Mann, oder war das auf der anderen Seite? Oder war das hier lang? Warte mal, hier war das, glaube ich. Und hier war das in das Loch. Halt doch die Klappe, Mann. Ja, nee, doch. Nee. Na doch? Ich muss die hoch, warte mal. Ich muss die hier hoch. Benjo, bitte hochlaufen. Danke, Benjo. Und da oben ist es. Ja, da ist es doch. Cheeto-Seite, die Cheeto-Seite, die Cheeto-Seite, die Cheeto-Seite ist mein. Und boom. Sehr gut, damit haben wir 4 Stück. Und jetzt fehlt uns nur noch eine einzige, dann haben wir nämlich den nächsten Cheat nämlich fertig. Und dann kriegen wir, glaube ich, auch sogar noch einen richtig guten Cheat. Was mir aufgefallen ist, mir fehlt sogar noch in der Welt 4 ein paar Cheats. Und nicht nur ein paar, sondern sogar sehr viele. Und was willst du denn? Und immer will der irgendwas, dieser komische Mingo oder Mingo Jingo oder wie der heißt. Weiß nicht mehr, wie die heißen. Jinjos heißen sie normalerweise und Mingos heißen die, glaube ich, so. Keine Ahnung. Er ist auch ein Mingo. Keine Ahnung. So. Jetzt hole ich mir mit Kazooie nämlich den nächsten Move. Damit ich die Welt 4 nämlich abschließen konnte. Und dann muss ich ja nochmal in die Welt Nummer 5. Da mache ich die auch gleich fertig. Oh, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil Kazooie ist ja extrem schnell. Zack. So, dann hole ich aber auch gleich den Notenschlüssel. Der ist nämlich da hinten. So, dann fehlen mir aber immer noch... Oh, uiuiuiui. Da fehlen mir aber immer noch ein paar Noten. Oder habe ich jetzt alle? Ich glaube, mir fehlen genau... Oh, mir fehlen 10 Noten. Scheiße, wo können die denn sein? Wow. Nein, 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 nein. Der Schnelligkeits-Cheat, Mann, der macht mir so Schwierigkeiten. Ja gut, das ist ja auch klar. Wer cheatet, der wird bestraft. Ja gut, aber trotzdem habe ich noch alles, was ich haben wollte. Ich habe immer noch den Notenschlüssel. Kein Problem. So, zack. Wow! Mach den Flatterflug. Mach den Flatterflug. Mach den Flatterflug. Flatter, 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 flatter. Flatter, 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 flatter. Flatter, 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 flatter. Flatter, flatter, flatter. Und perfekt. Durch! Juhu! Und hier oben ist der Move. Endlich, wir haben den nächsten Move. Und wir haben auch bald alle Moves des gesamten Spiels. Hallo, Jamjas, ich bin's. Tachin. Solo-Segler, nun hebst du keine fetten Bären mehr. Durch die Luft zu gleiten ist dann auch so nicht mehr schwer. Springe hoch und halte Z. Stets. Sogar ganz ohne rote Federn geht's. Juhu! Das ist dann alles weggetreten. Tschüss. Sau, Freunde. Yay, das haben wir. Jetzt können wir nämlich mit Kazooie das hier machen. Pass auf. Und wir können jetzt überall rumfliegen. Oh, das ist eigentlich gut, dass ich gerade da bin. Warte mal. Ja, hier ist nämlich auch noch so ein kleines Baby. Hallo. Cool, ein Alien-Baby. Mami? Schau mich nicht so an, Kleines, ja? Das ist so kalt, Mami, Papi. Ich nicht mag kalten Erdlingplaneten. Naja, ja, du magst den Erdplaneten nicht und so weiter. Deswegen kacke ich dir jetzt mal richtig schön auf deinen kleinen Helm. So, jetzt habe ich schon drauf gekackt. Ist jetzt warm. Super, mir jetzt schön warm. Zeit heimzugehen. Tschüss. Zack, weg ist er. So, damit haben wir noch das nächste Alien-Baby noch gerettet. Und ich hole mir noch jetzt noch ganz kurz noch einen Jinjo. Jawohl, da ist sie nämlich. Hi. Hey, junger Mann. Ich bin Martha Eiswürfel. Mir ist wohl mein Gatte Georg abhandengekommen. Das war... dieser schreckliche Sturm und von 1999. Er hat ihn einfach in die Luft gewirbelt. Und jetzt? Ist das nicht offensichtlich? Du sollst nach ihm suchen. Und da habe ich voll lange nicht gewusst, was ich bei der Ollen machen kann, damit ich den Ginger bekomme. Und du triffst irgendwann auch diesen komischen Georg. Und ja, ich habe
wirklich lange Zeit nicht gewusst, was ich bei dir machen muss. Und du musst einfach sie zerstören. Das Spiel möchte, dass du ein richtiges krasses Arschloch bist und einfach eine Dame umbringst. So. Wer macht das? Ich! Na gut, warte, das ging jetzt so nicht. Wir nehmen einfach mal unsere Granateneier. Wir machen es mit Stil. Das ist. Im Gefrierfach, im Kühlschrank, keine Ahnung. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber jetzt haben wir den Jinjo! Cool. Es fehlt nur noch ein einziger Jinjo aus der lila Jinjo-Familie. Sehr, sehr gut. Okay, das haben wir auch erledigt. Was machen wir jetzt als nächstes? Jetzt retten wir noch die Kinder, das letzte Alien-Baby. Und dann geht's dann auch schon ins Steinballturnier, weil dann haben wir das auch erledigt. Und dann können wir erstmal die Welt verlassen. Ich glaube, dann mache ich mich auf den Weg zur nächsten Welt dann, also zur Pterodactylus Welt, mach die dann fertig und dann mache ich die nächste Sache. Gute Idee! Gute Idee! Jetzt dann schnell noch mit Benji nochmal so raus hier. Aus dem Weg, Mann! Aus dem Weg, Mann! Dum, 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 dum. Okay, dann auf zu Wumba! Aber ich komme eigentlich in dieser Welt sehr gut voran, muss ich eigentlich sagen. Außer halt diesen einen Part, wo ich zigtausendmal gestorben bin, aber sonst läuft es eigentlich ziemlich gut. Ich bin eigentlich ich bin eigentlich sehr zufrieden. So, dann gehen wir ganz schnell zu Mumbo, retten das letzte Alien-Baby, was da drin ist. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir dann weiter. Dann kommt das Steinhaarball-Turnier und dann, das ist so scheiße, da habe ich keinen Bock drauf. Und mir fehlen immer noch, ich glaube, ich müsste eigentlich die letzten Noten in dem Steinball-Kolosseum finden, die letzten 10. Boah, jetzt wollte ich da gerade reinspringen. Nein, 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 das wollte ich nicht. Dann machen wir das auch fertig und dann haben wir alles erledigt. So, hallo Mumbo. Du wieder Mumbo, Mumbo, Hilfe haben, Hilfe haben, yo, yo, yo. Ach ja, das wollte ich euch noch erzählen. Und zwar, es gibt ja noch zwei weitere Banjo-Tooie-Spiele. Oder Banjo-Kazooie-Spiele. Ich sage mal Banjo-Tooie, keine Ahnung warum. Es gibt ja immer noch zwei weitere Banjo-Spiele. Und zwar einmal halt Grunties Rache für den Game Boy Advance. Und es gibt Banjo-Kazooie Schraube locker. Und ich habe so ein bisschen über nachgedacht und so weiter, ob ich die beiden auch mal zocken soll. Das Coole ist, das sind beides dann Blind-Projekte. Und es wären dann also zwei Blind-Projekte und so weiter und so fort. Und da hätte ich endlich mal wieder auch einen Grund, mal mein Xbox wieder mal anzuschließen. Und ja, vielleicht nächstes Jahr, wie wär's mit so einem schönen Banjo-Kazooie-Teil für den Game Boy Advance? Auf jeden Fall, da würde ich mich echt freuen. So, hoffen, das funktioniert. Also wenn ihr das möchtet, schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Lebenskraft für das Alien-Kind! Übernacker. Danke, nicht alle Erdlinge hirnlos. Ja, ich habe ja auch einen fetten Schädel, ich bin ja auch der Mumbo. Und Mumbo hat jetzt die große Ehre, nämlich auch das Puzzleteil zu holen. Muss es jetzt wohl auf den Kopf kriegen, das Ding. Gut gemacht, Erdlinge, doch ich muss euch nun alle auslöschen, weil du zu viel lange gebraucht hast. Was? Das war voll schnell. Hat bloß zwei Parts gedauert. Kinder, habt ihr irgendwo meinen Laser gesehen? Boah, immer mit Laserkraft und so weiter, was soll denn das? Ach, er ist bestimmt auf dem Schiff. Eure Rasse soll dieses Mal verschont bleiben. Alter, wir haben dich wiederbelebt und Stadion dafür. Tritt zurück, Beam-Sequenz ist idealisiert. Ich hasse dieses Robot. Oh, guck mal, ein Strahl nach oben, cool, wir fliegen, juhu. Was sind das für komische Kinder, die da drauf haben? Keine Ahnung. Danke fürs Puzzleteil und Mumbo darf's einsammeln. Mumbo, der Jumbo, der hat so viel gemacht für uns, jetzt darf er auch mal ein Puzzleteil einsammeln.
Mitten im Schnee. Wir haben 66, Freunde. 66 Puzzleteile. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe keinen Bock auf ein Steinballturnier gerade. Ich habe überhaupt keine Lust drauf irgendwie. Mache ich schnell die nächste Welt. Ich glaube, ich gehe ganz schnell in die andere Welt rein. Weil ich habe gerade echt übelst keine Lust auf ein Steinballturnier. Weil das so nervig ist. Weil du musst ja wirklich dahin gehen, dann musst du dahin gehen. Und in den letzten 5 Minuten kannst du nicht viel machen. Warte mal. Ich könnte mich ja ganz schnell mal umgucken da, ob da wirklich noch irgendwas Wichtiges sein könnte. Wie ein paar Puzzle, Noten. Oh nö, ich bin doch so, ich bin gekonnt ausgewichen. Autsch. Du kriegst gleich hier 4 Schadenspunkte, nur weil du einmal runterknallst und dann noch was anderes passiert. Das ist so fies, das glaubst du gar nicht. So, die Typen kannst du natürlich auch noch killen, aber die... Nee. Das sind so nervige Gegner. So, dann wollen wir hier mal rein. Ich hoffe, die sind... da müssen einfach die letzten Noten sein, weil sonst weiß ich echt nicht, wo die sein könnten. Aber ich habe mich ja hier damals auch nicht so richtig umgeguckt, oder? Ich bin einfach nur reingelaufen. Sind hier Noten? 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 Nö. Hier sind natürlich keine Noten. Warum? Warum auch? Warum sollten hier noch Noten sein? Ich brauche Noten, meine Mann, oh Mann. Ich brauche Noten, Noten, Noten. Hier sind gar keine Noten. Scheiße, wo sind die letzten 10 Noten? Könnten sie vielleicht irgendwo hier sein? Mir fehlen echt 10 Noten, ich glaub's nicht. Mann, das ist so peinlich. Das ist so schlecht. Wo bin ich jetzt? Ah, jetzt bin ich wieder hier. Toll, toll, super. Klasse. Habe ich die auf, der Eisseite liegen lassen? Oder wirklich auf der anderen Seite? Hier war ja der Jinjo drin. Ach, es ist schön ruhig, wenn der Drache nicht da ist. Das ist so herrlich. Kein Drache, der irgendwie einen auf den Sack geht oder sowas. Halt die Klappe. Hab ich die, oder sind die hier unten? Da muss ich mal gucken kurz. Warte mal. Ich glaube nicht, dass... Nee, da unten waren die nicht, oder? Ich gucke einfach mal. Erstmal kurz aufladen. So, zack, aufstehen. Und rein ins schöne, kalte Nass. Ins warme Nass, bis er sagt. Na, Horst, spring doch hoch da. Du bist Banjo, Mann. Du kannst überall springen. So, mal gucken, was jetzt passiert hier. Das Wasser ist viel zu heiß für unsere Schwimmbecken. Achso, die Schweine. Ja, alles klar. Die müssen ja auch noch was haben. Nee, hier sind auch keine Noten. Scheiße, wo sind die letzten 10 Noten? Ich erinnere mich gerade zurück wirklich an Banjo Kazooie, wo mir auch immer 10 Noten fehlen. Verdammt. Lass mich in Ruhe. Ich bin nur ein kleiner Bär in einem Rucksack. Ich tue doch niemand was. Man, lass mich in Ruhe. Wo habe ich die letzten 10 Noten vergessen? Ich glaube es nicht. Mir fehlen 10 Noten, Freunde. Ja, ich glaube, ich werde die irgendwo offscreen suchen oder sonst irgendwas, weil das ist echt blöde jetzt gerade, dass ich jetzt 10 Noten verpasst habe. Ich glaube auch, die sind... Ich glaube mal, dass die irgendwo anders sind. Scheiße. Warte mal. Das hat mir sonst zu lange gedauert, da wieder rauszufahren. Rauszugehen. Gut, dann würde ich mal vorschlagen, wir gehen mal ganz schnell noch ins Pterodactylus-Land. Die letzten 1 Minute nur noch. Ich mach mich schon mal auf den Weg dahin und so weiter. Also offscreen gehe ich da schnell hin und so weiter, dass schon mal alles vorbereitet ist. Und dann machen wir dann weiter. Ich glaube, alle Gingers in der Oberwelt müsste ich jetzt eigentlich auch schon haben, ne? So, auf ins Ödland. Ins Ödland, die Land, Land, die Land, die Land, die Land, die Land, die Land. Wir müssen ja immer noch diesen kleinen,
Wir müssen immer noch hier den ganzen Leuten helfen. Also den Muggel, wie hießen die? Uggelbuggelstamm? Ja, Uggelbuggelstamm müssen wir noch retten. Ja, und das machen wir dann im nächsten Part, Freunde, wa? Macht's gut, bis zum nächsten Part. Tschö mit Ö, reingehauen und vorbeischauen zu Banjo. Doi! Tschüss! Ah, da nur ganz kurz verstecken, dass der Typ mich die ganze Zeit angreift. So, tschüss!